Ja, liebe Leute, moin moin, herzlich willkommen. Nochmal hier eine kleine Runde World of Tanks in der Nacht. Und ja, ihr seht, ich habe hier schon ein, zwei Spiele gemacht, mit den beiden Panzern gewonnen, mit dem Jagdpanther gewonnen, IS und IS-3 gewonnen. Das waren alles so Spiele, gerade eben in einem kleinen Zug mit Markus und noch einem anderen, der dann noch dazugekommen ist, schön im Teamspeak, es war ganz gemütlich, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir haben sogar ein, zwei Mal gewonnen, das war, oder ein, zwei Mal, hier sind ja doch schon ein paar Siege dabei. War ganz cool, machen wir hoffentlich mal wieder und ja, ich spiele jetzt nochmal eine kleine Runde alleine, damit ich vielleicht nochmal auch hier so ein, zwei Artillerie-Panzer noch wegbekomme mit zweimal Erfahrung. Und ich starte einfach mal mit der M41. Bis gleich. Ja, liebe Leute. Wahrscheinlich wundert ihr euch jetzt, warum ich auf einmal mit der F304 fahre und nicht mit der M41, wie gerade eben angekündigt. Die Runde läuft gerade noch. Ich habe natürlich mal wieder schön vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und ja, bin zurück in die Garage und dachte mir, nehme ich halt eine andere Artillerie. So, ersatzweise. Und sobald ich an den Kreis rankomme, sehr schön, bleibe ich nämlich einfach mal hier so in der Mitte stehen. So, gucken wir noch mal. Das war nix. Oh nein, der fällt aus meinem Radius raus. Kacke. Oh, wenn ich noch ein Stück nach vorne fahre, kriege ich die hier. Da stehe ich aber nicht so gut. Schnell wieder zurück. Ah, daneben. Kommt er auf mich zu? Ja, irgendwie sowas hat er, glaube ich, vor. Der Lümmel. Leute, macht den bitte platt. Nein, das gibt's doch nicht. Genauso war das in der anderen Runde auch gerade eben. Boah, und im letzten Moment hält er an und bleibt stehen. Das ist natürlich Gold wert. Hätte ich fast noch abstauben können, wäre ich ein Tick schneller gewesen. Aber egal, Hauptsache ich lebe noch. So. Jetzt geht's los hier. Yeah. Sehr schön. So, der T150 darf gerne mal stehen bleiben. Ah, bleib stehen, bleib stehen. Yeah. So soll's sein. Oh, da komme ich nicht hin. Nee, stopp. Außen rumfahren. Auch wenn der kaputt geht, das ist mir egal. Aber wenn ich darüber fahre, dann bin ich ja wahrscheinlich schnell Matsch und Moos. Ich möchte gerne mal gewinnen und überleben. Das wäre auch schön. Wenn es jetzt keinen Kill mehr gibt, das macht ja nichts. Ich fahre einfach mal hier mit rein. Whoops.
So, und der letzte, ah, der ist da oben, auch gut. Schön, ja, die Runde gerade eben war nicht so berauschend. Da ist nämlich auch ein ELC einfach durch die Mitte gefahren, weil keiner, ja, in der Mitte von, also keiner von uns war in der Mitte. Und der ist da durchgefahren, hat mich platt gemacht und wurde dann platt gemacht. Das war sehr ärgerlich. Naja. Aber dafür war die Runde jetzt umso schöner. Oh, sah doch auch mal gar nicht so schlecht aus. 255 Schaden, 4 Treffer. Also 4 Module beschädigt bzw. zerstört. Und einmal noch schnell hier reingucken. Wow, 12.000 Gewinn. Das ist nicht schlecht. Sollte ich öfter fahren, damit kann ich Geld verdienen, glaube ich. Und Geld brauche ich unbedingt, denn ich würde mir gern demnächst mal wieder ein bisschen irgendwas Neues kaufen. Gibt es vielleicht gerade irgendwo Rabatt überhaupt? Habe ich ja noch gar nicht geguckt. AMX 12T. Hätte schon was. Hätte ich Bock drauf. Was kann ich hier holen? 59,16. Na, hätte ich auch Bock drauf. Nashorn. VK 3020, 3002. So, AT8, Churchill, GC, Churchill 7. Ja, die Möglichkeit. Oh, hier. Anstatt 1,3 Millionen, 900.000. Uiuiuiuiuiui. Das ist natürlich nett. Ich glaube, das mache ich mal. Ja, das mache ich auf jeden Fall. So, und dann. Nein. Ganz normal kaufen. Zack. Jawoll. Gut, dass ich mal nachgeguckt habe. So, was gibt's hier noch? Im Moment nichts. Karo 13, ja. Habe ich noch ein paar Panzer, die ich mir demnächst mal angucken kann. Aber jetzt geht's erstmal zu dem neuen. Da ist er. Forschung. Gucken wir doch mal. Geht hier schon was? Neues Radio. Gut, nehmen wir das mal mit. Und Rest kommt dann später. Cool. Ja, man muss halt immer mal gucken. So, erstmal natürlich alles jetzt hier ein bisschen auffüllen. Dann nehme ich nochmal davon ein paar mit. So. Kleiner Verbandskasten. Feuerlöscher. Okay, dann drehe ich doch hiermit gleich mal eine Runde. Mal gucken, was der kann. So, fast ein reines Stufe 7er Match. Ist auch mal selten. Aber ich finde es gut. Da hat man auf jeden Fall mal Chancen, was zu reißen. Wo ist denn der andere Telefon? Da hinten ist er. Der hat schon, glaube ich, den. Der ist schon ein bisschen weiter als ich. Hat 850 Hitpoints, ich bin bei 800. Alter, sind die langsam. Ist das ein TD? Ich dachte, das wären. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oder was ist das? Was zeigt er mir denn an da? Gar nichts. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal schneller. Das lässt für mich auf jeden Fall zu hoffen. Meine Güte. Ah, ich kriege bestimmt gleich einen reingewirkt hier.
sehen. Da ist ein Hügel davor. Kacke. Ah, der erste. Oh, Tiger ist schon weg, ey. Kacke. Schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Das ist natürlich ganz cool. Ui, der hat gesessen. Was kommt da? Panther. Ah, shit. Kommen die ganzen schweren Panzer jetzt an hier. Mal, dass ich den hier vielleicht von der Seite ein bisschen erwische. Nee, jetzt. Ah, Dreck. Okay, und weg. Schon. Yeah. Komm schon. Nein. Boah, da hat der Jagdpanther aber Glück gehabt jetzt gerade. Schade. Hätte ja sein können. What? Alter, da steht noch einer. Lump. Komm ich nicht hin. Sehr gut. T29 kommt von hinten, okay. Fahr, bevor der T29 da hochkommt. Wobei, der ist ja auch nicht so schnell jetzt. Ja, wäre schon gut, wenn die beiden schweren Panzer da jetzt so langsam zurückfahren würden.
Ich denke mal, ich brauche das nicht unbedingt versuchen. Ich bin dafür ein bisschen zu lahm. Aber ich versuche dem IS nochmal zu helfen, dass der da eventuell doch noch durchkommt. Ach, hätte ich das alles vorher gewusst, Mann. Kacke. Komm schon. Ist natürlich auch hinter dem Berg. Nein, resette. Ach. Aber ich habe überlebt. Yeah. Und ich habe ordentlich Schaden gemacht. Krass. Schade. Gut, hätte ich gewusst, dass das so kommt. Hätte ich vielleicht, naja, hätte, hätte, ne? Gleich umdrehen wäre auf jeden Fall besser gewesen. Naja, naja, naja. So, die erste Erfahrung ist gemacht. Wie viel brauche ich überhaupt, um irgendwas Sinnvolles zu bekommen? Boah, das ist ja doch schon ein bisschen. 10.000. Lohnt sich das denn? 704. 560. 30. 30. Ah, den kann ich schon gar nicht benutzen, ohne die Ketten zu nehmen. Also vielleicht als erstes den Motor, dass ich ein bisschen mobiler bin. Also 10.300 Punkte noch. EP. Ja, ich glaube, ich fahre damit noch eine Runde. Ich habe ja noch zweimal Erfahrung. Deshalb bis gleich. So, fast schon wieder vergessen, Aufnahme zu drücken. Mann, was ist denn los heute? Ja, schon spät. Daran mag es wahrscheinlich liegen. Also mein Ziel ist es jetzt, wie ihr seht, ich fahre hier mit den schweren Panzern mit, ich fahre Richtung Stadt. Ich möchte mich gerne mal in dem Kreis so ein bisschen einnisten und ich hoffe einfach mal, dass ich ein bisschen Support von den schweren Panzern hier um mich herum bekomme. Ja, ich werde es einfach mal ausprobieren. Denn, ja, ich weiß nicht. Ansonsten kann ich mit dem Panzer noch nicht so viel gerade machen. Der ist ja lahm wie eine Krücke. Das nervt mich noch so ein bisschen. Aber da muss ich jetzt durch. Und auf jeden Fall stehen schon mal eine ganze Menge Gegner da oben. Also ganz, ganz weit weg von der Flagge. Ist natürlich gut für mich. Alter, fahre ich alle Häuser kaputt. Die brauchen mir vielleicht eine neue Deckung. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis. Oh. Boah,
Ich hab die Granate auf mich zufliegen sehen. Krass. Na, ich glaube, jetzt muss ich mal ein Stück weg hier. Ach, komm schon. Naja, so habe ich immerhin noch jetzt vielleicht ein klein bisschen Schutz aufgebaut für die anderen schweren Panzer. Ich habe keine Ahnung. Das war Murks auf jeden Fall. Das hätte ich mir ein bisschen anders erhofft. Aber dass da auf einmal hier ringsherum die ganzen roten Panzer, also die ganzen Gegner auftauchen, muss man mit rechnen. Hätte ich jetzt aber nicht unbedingt gedacht, nachdem da oben schon so viele rumgeistern. Gut. Ist nun so. Mache ich beim nächsten Mal anders. Ich denke mal nicht, dass ich mir das hier bis zum Ende angucken werde. Ich will lieber noch eine Runde daddeln. Deshalb sage ich mal bis gleich. So. So, so. Schnell mal in die Mitte fahren. Ist der schneller als ich? Ja, ne? Ich glaube, wir sind ziemlich gleich schnell. Gut, dann mache ich das anders. Dann gucke ich mal, dass ich den Tiger hier vielleicht ein bisschen anstupse. Wo auch immer der hinfährt. Ist ein Bot? Wahrscheinlich, ne? So wie der fährt. Gerade. Ups. So. Yeah. Bleib schön da stehen. Das muss wehtun. Hey. Wir haben sie böse erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das muss wehtun. Der ist doch nicht getrackt, oder? Wieso macht denn der nichts? Ja, Mann.
Mann, dieser Kacktiger, ey. Der macht einen Scheiß. Nee. Nein. Wir sind bewegungsunfähig. Ach, natürlich. Ach, da stehen sie alle und campen, obwohl das schon 7:12 steht. Was ist denn da los? Ganzen Gegner da in B2. Lol. Und die Hellkette auch noch. 1, 2, 3, 5. 5 von, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naja. Das können wir wohl knicken. So, oh. Noch nichts zu sehen. Habe ich Backup von da oben? Nö, natürlich nicht. Super. Wieso ist denn da keiner? Oh Mann, das kann ich ja schon wieder knicken jetzt hier. Sonst stehen da oben auf dem Berg. Also. Weiß ich nicht. Wir haben mindestens 8 TDs und 5 Artilleriegeschütze. Gefühlt. Heute nicht. Gut. Ich werde einfach mal hier mit langfahren. Kein Bock, da an der Brücke alleine zu stehen. Das muss nicht sein. Was macht denn der Jackson da unten? Mann. Ach je. Nein, daneben. Wie geht das denn? Kritischer Treffer. Oh, danke. Oh, KV1 weg, 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 weg. War jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich da so schnell rumgeeiert bin.
So haben die Jungs sich hier jedenfalls alle mal rausgetraut aus ihrem Loch. Weiter geht's. Nee. Jetzt könnte ich natürlich gut ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wieso treffe ich den denn nicht? Komm schon, einmal. Okay, Wolverine müsste nur einmal resetten, das wäre schon toll. Macht er. Macht er nicht? Was macht er denn? Echt jetzt? Alter, steht er da oben auf dem Hügel und macht nichts. Unglaublich. Das hätten wir schon ganz gut schaffen können jetzt gerade. Naja gut, ich belasse es dabei erstmal. Es ist jetzt kurz vor 3. Zeit Feierabend zu machen. Ja, ich hoffe mal, ich kann auf jeden Fall demnächst mal wieder eine Runde hier im Zug fahren. Das hat auf jeden Fall Laune gemacht und beim nächsten Mal nehme ich das Ganze auch damit auf. Ja, ich verabschiede mich erstmal von euch und wie immer, wenn ihr irgendwas habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich gucke, dass ich das umsetze. ja, ich wünsche allen einen schönen Abend, gute Nacht, schönes Wochenende, wie auch immer und bis demnächst. Ciao, ciao.